Unruhiges Fahrwasser geschafft. Alles zurücklassen. Zurückgelassen. Oh Mann, ob das eine gute Idee war? Wir können uns auf jeden Fall eigenes Essen jagen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt lerne ich hier wahrscheinlich so einen schönen Trick, oder? Bandagen? Vielleicht Bandagen? Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot. Wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Sie muss es verstehen. Glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Yuko. Wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte. Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Ja, auf wie Nele. Der denkt gerade wirklich mehr nach. Ich meine, er muss doch sehr schnell sehr groß werden. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Eine Feder. Ein Phönix. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein, nächstes Mal bist du dran. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Hallo? Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun?
Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Dankeschön. Danke. Gern geschehen. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Echt nicht schön, Rom? Die Älteren behaupten sich gut. Ja. Hallo, Gans. Sie sind unerschütterlich. Ah, ihr Glaube ist stark. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Wie hast du den Papst gesehen? Dort werden abertausende Menschen sein. Was war das? Aber das Spin. Hallo. Oh, hallo. Hi. Hallo. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Überhaupt eine Hose haben, würde ich sagen. Hässlich oder nicht? Hallo. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ja. Ihr seid neu hier. Ja. Yep. Und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Los? Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Ich habe Leute umgebracht, nicht zu knapp. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Oh ja. Langsam, meine Buße wird sind noch kommen. Mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Sch. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Wir müssen irgendwelche anderen Leute vor den Karren. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig.
Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Oh Mann. Ich hoffe, die lassen die Leute in Ruhe. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Oh. Wir sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Da! Halt ich dich! Hier! Mich nicht an! Oh nein! Hugo! Da! Zu mir! Wir sind hier! Ich brauche Verstärkung! Amicia! Mein Kopf, wir müssen weg! Ja, ja. Oh, Scheiße, ich hab noch eine Gehirnerschütterung. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott. Hinterher! Das Amicia! Ist gefährlich. Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja. Wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Wo sind sie? Gehen wir rein. Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Ich meine, mir blieb auch nicht viel übrig. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Ja, Ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Moment, wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Bleib weg. Schnell! Schnappt euch die Eindringlinge! Ich glaube, die sind da unten. Ich sehe meine. Bin ich viel gebracht? Eine Tür da oben. Sie sind hier drüben. Verdammt! Amicia! Nein! Nochmal auf den Kopf. Okay, ich muss am Anfang ein bisschen mehr warten, bis die Wachen noch ein bisschen weiter gegangen sind. Ja, Splinter Cell auf jeden. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Sieht richtig den Herzschlag. Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als tausend Kinder. Das ist die einzig logische Konsequenz. Sie ist besessen, wir müssen sie verbrennen. Easy.
müssen wir denn hin? Gehst du da bitte lang? Und Helmchen. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Uns wurde berichtet, dass sie hier sind. Such die Gegend an. Fang diese Hexe. Sie geben nicht auf. Das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Nein, 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 nein. Das ist ja nicht der Tag. Und das schaffen. Wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. No problem. We can do that. Das Gras dort noch hoch genug? Nein, 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 nein. Schön in Deckung bleiben, Hugo. Die Wache da unten muss nur weiter. Wir haben das schon mal gemacht. Was zur? Was denn? Was bewegt sich da? Ich sollte dich mir genauer ansehen. Nicht hierher, nicht hierher! Alles sauber. Ich finde diese NPCs immer so geil. Start genau dahin. Was bewegt sich da? Oh no. Oh no. Aber den, man muss dazu sagen, mit diesem Helm hast du, kannst du auch echt beschissen sehen. Der Bogenschütze ist das Problem. Wie sollen wir denn da durchkommen? Eimer, ja, das ist wirklich ein Eimer. Und dann laufen. Gemacht.
Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Oh nein. Fest verschlossen. Wir finden eine andere Tür. Sie kommen! Hingerichtet. Vor allen Dingen auch point blank. Neustart vom Kontrollpunkt. Das ist doch hoffentlich das Richtige. Oh ja, das ist das Richtige. War das? Ah, da seid ihr ja. Nicht gut. Salpeter ist es übrigens. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Sind wir hier überhaupt? Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Oh, es stinkt so sehr. Lauter Tote. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich! Amicia! Wach auf! Komm schon, Amicia! Ah, wir sind hier, Amicia! Du musst aufwachen! Was soll der ganze Krach? Mir nach! Oh nein, Soldaten! Nein, nein! Amicia, wach auf! Sie sind auch hier! Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia! Horde bewegen. Ah ja, da kann ich klettern. Gott, jetzt sind wir die Ratten. Hör ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Oh, was? Hey, Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Warte, was ist los? Hugo, was ist los? Antworte mir! Bist du das? So, geschafft. Was war das? Ach du, Hugo kann einfach die Ratten kontrollieren. Ja, ist kannst besonders. Du aufstehen? Ich muss. Ruhig. Los, gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja, ich darf sie. Ich meine, er konnte das schon. Benutzen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Könnte das schon mal machen. So, okay.
was, wenn diese Ratten da unten auch mal weggehen? Die alte Knallgasmethode funktionieren. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein, bin ich. Keine Fackel. Was sehe ich hier? Wie komme ich hier weiter? Kann ich hier irgendwas anschießen? Ach, ich Idiot! So nämlich. Oh. Die nagen noch an den Leuten rum, wa? Ich lass euch den Loot einfach, ist okay. Wir dürfen ihn behalten. Mir ist kalt, muss mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. Wir finden einen anderen Verdammte Weg. Schmiede. Armbrust. Gleich mal verbessern den Schnödel. Den schnöden Marmor. Er hat ein Schädel-Hirntrauma. Ich glaube nicht, dass die noch so lange da. Moinsen! Ein Stück Stoff, der ist neu. Lager. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Okay. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Bitte. Welchen ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, dass... Warte. Muss ich eben kurz mal so ein Loch erlauben. Es hilft. Schön, dass du dich auch duckst, wenn du durch so ein Loch kriegst. Ja, es ist, man ist da drin. Die Schmiede können wir nicht mehr viel machen. Ei, die Blutung ist immer noch böse. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir? Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Oh ja, mein Fies. Danke, Kanzler. Ich glaube auch. Spoilern will ich dich auf jeden Fall nicht. Na los, Anita, benutz sie. Ja, versteck. Ja, bring uns da durch. Vorsicht. Drecksflappen. Scheiß Viecher.
hier rumstehen. Ganz ruhig. Konzentrier dich. Angreif! Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Dass die Ratte nicht zu nah an dich ankommt. Ich werde noch irre. Scheiße, da oben ist wieder ein Bogenschütze. Hey, komm mit hoch. Nicht töten, nicht unnötig, nicht wenn es nicht sein muss. Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Hey, wenn hier der Lord der Ratten. Hugo wird der Lord der Ratten werden. Es besteht kein Zweifel. Leider da lang. Wir haben Opfer! Sucht alles ab! Wir haben ungebietene Gäste! Fangt an zu suchen! Ihr versteckt sich jemand! Sucht alles ab! Freundlich. Ermordet! Verflucht! Dankeschön. Wirklich geschafft. Hier seid ihr. Ihr habt euren Widerstand bezahlt. Spürt den Biss des Biests. Was? Nein. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unkraut. Bleib bei mir, Hugo. Für euch keine Schlinge, sondern eure Schäden. Ich bin der Hüter und der Vollstrecker des Gesetzes. Das war auch mein Freund. Das war nicht wirkungsvoll. Hab ich auch. Pass auf, warte mal. Ich kann ihn doch. Okay, das hat nicht funktioniert. Sieh dich an! Amicia, sein Rücken! Ja, okay. Ich sehe es! Ah!
Oh mein Gott. Ein epischer Kampf. Wir werden ihn besiegen müssen. Euren Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biests. Was? Ja. Nein. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Okay, Feuer tötet. Merkt euch das. Gut gefangen, ja. Mit dem Rückgrat. Hier seid ihr. Euren Widerstand bezahlen. Als erstes. Spürt Zack. Den Biss des Biests. Was? Oh. Nein. Ihr sitzt in der Falle. Oh, was? Okay, ich war zu nah dran. Ja, man übt. Man übt. Hier seid ihr. Euren Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biests. Was? Nein! Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde! Egal! Ich beende es! Amicia, sein Rücken! Wir haben hier schon genug ja. Bleib bei mir, Hugo! Für euch keine Schlinge, ich zermalme eure Schnecken! Ich bin der Hüter und der Verteidiger des Gesetzes! Ich töte euch alle, wenn ich muss! Geht das wieder los? Versteckt von uns! Jetzt nicht zusammenbrechen! Nein, atme! Sie haben sich da hinten versteckt! Okay. Oh, hier ist immer wieder ein Fall drin. Gewonnen. Amicia, halt durch. Amicia! Halte durch, da sind noch zu viele Wachen. Breathe in, breathe out. Mir geht's gut. Das ist eine Killerin. Gehen wir. Gehen wir ja, wohin? Ans andere Ende der Welt. Amicia! Amicia! Oh nein, es blutet so sehr. Da, da sind sie! Sie kam! Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es! Ganz sicher? Geht weg, das reicht! Beherrsch dich, Hugo! Euch auffressen! Ich presse dich! Er ist verrückt! Ihr müsst ihn verbreiten!
Er wird selbst zur Ratte. Cool. Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich schaffe nicht das. Nicht das Ding. Wir schaffen das, Hugo. Ich schaffe nicht. Mach dich bereit. Oh nein. Erstmal ins Loch rein. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Kapitel Verbrecher. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht. Ich bin euer Marv. Ihr wart bei der Eulenproduktion. Haut rein.